Albertos Murtei, 2-1 Sieg heute gegen Aufsteiger Aurore. Ein Sieg war nicht sehr einfach. Nein. Also wir haben uns heute eigentlich sehr viel vorgenommen. Klar Derby, aber wir haben jetzt im Cup natürlich gewonnen. Letzte Woche sind wir gut gestartet und heute haben wir gewusst, es wird ein schwieriges Spiel. Ich habe ja 100% der Mannschaft vertraut. Und ich glaube, am Schluss ist ein verdienter Sieg. Also die ganzen 90 Minuten. Klar, ich meine, am Schluss verschießen wir noch Penalty, aber über 90 Minuten sind wir, denke ich, am Schluss die verdiente Mannschaft, der Sieger auf dem Platz. Idealer Start, 2 Spiele, 2 Sieg. Was läuft gut in der Mannschaft? Ja, was natürlich sehr gut läuft, ist die Chemie miteinander, Teamspirit, also wir unternehmen auch eigentlich sehr viel zusammen. Und da geht jeder für jeden. Es ist eine eingeschworene Truppe auf dem Platz, neben dem Platz, und das macht sehr viel aus. Also, man hat auch gesehen, ich habe sehr viele Junge in der Startformation. Ich habe praktisch nur Junge auf der Bank gehabt. Also, ja, Chemie miteinander ist sehr, sehr gut bei uns, und das macht sehr viel aus. Was kann also so weitergehen, oder was kann man noch verbessern? Vielleicht verbessern, eben, ich sage, es ist ein bisschen hektisch in der Abschlusszone, also die dritte Zone. Aber nichtsdestotrotz, auswärts in Aurore gewinnen ist auch nicht einfach. Ich habe das selber gespielt, es ist ich ein Messer am Hals gehabt. Aber nichtsdestotrotz, ich sage, heute ja, ist Kampf gewesen und wir müssen vielleicht dort noch ein bisschen ruhiger werden, noch ein bisschen clever werden. Und in der dritten Zone, als Abschlusszone, sollten wir noch die eine oder andere Möglichkeit haben, dass wir den Sack zumachen, so wie jetzt. Aber dort sollten wir vielleicht noch ein bisschen mehr schaffen. Merci, viel Erfolg. Danke.